nutzen kann, auch zwei nutzen. Eben wegen wie der Art, auf die Art und eben wegen der Art und Weise, wie Runenkraft funktioniert. So, was ist hier? Ach, ihr habt hier einen Spawning Pool jetzt. Na gut, den sollten wir vielleicht irgendwie mal ausschalten. Weißt du was, das kannst du fast persönlich machen. Wege, gehst einfach mal hier hin. Der Rest kann schön Wache schieben. Hier bin ich, ich heiße der Meister. Alles, was ihr wünscht. Gebäude. Man braucht Aria, aber erstmal brauchen wir nur Steine. Das ist ein großes Steinfeld hier, muss man sagen. Ich bin unwürdig. Ich heile, Meister. Ich bin unwürdig. Ich heile, Meister. Hier bin ich, ja. Meister. Okay. So, machen wir mal hier die Gebäude kaputt. Muss nicht von beiden Seiten hier angegriffen werden. Wahrscheinlich könnte man theoretisch hier wieder Türme um die Spawnpole aufstellen und Erfahrung farmen, aber so wie es aussieht, haben wir hier den einen auf der linken Seite, mit dem wir unsere linke Seite des Lagers irgendwie absichern müssten. Und der Rest wird wahrscheinlich hier von oben kommen. Auch wenn wir da noch nicht alles ganz erforscht haben, weil das Lager hier halt im Nordosten ist. Naja, reiß ich das jetzt einfach hier ab. Oder das irgendwie aus dem Ufer gerät. So. Na? Gut. Ich gehorche. So, das erste Stein kommt zurück. Alles, was ihr wünscht. Alles, was ihr wünscht. So, dann macht ihr mal hier einen Steinbruch. Ja, Meister. Hier bin ich, Meister. Nochmal zwei Steinbrüche. Mein Name. Stein und außer Stein und Eier brauchen wir nichts, sondern da können wir, glaube ich, zwei Steinbrüche machen. Meister, das Gebäude ist fertig. Meister? So, gut, bauen wir eben schnell ein bisschen Dunkelelfenbasis auf und bilden ein paar Einheiten aus. Die Dunkelelfen-Einheiten sind alle leicht übertrieben stark, ja. Also ich dachte irgendwie Trolle, die waren da schon relativ mächtig, so pro, auf so pro Einheit bezogen. Die Dunkelelfen sind nicht viel schlechter und sind relativ und sind deutlich einfacher in Masse zu produzieren, als das bei den Trollen der Fall war. Von daher, die können schon was, die Jungs. So, kommt ihr her oder steht ihr nur dumm rum? Ja, wir warten hier auf euch. Die Rune zu Befehl. So, drei können wir dauerhaft aufrechterhalten. Gut. Vielleicht auch phasenweise vier, aber anscheinend können wir das. Ja, haben wir da einen Punkt das erreicht, wo wir mehr Mana brauchen, als wir regenerieren. Hier bin ich, Meister. Na, wäre das immer nur so. Zeit. So. Danke. Ich bin unwürdig. So, hier oben haben wir auch relativ gute Aria-Quelle. Da können wir gleich noch 5 Arbeiter für die Aria-Quelle abstellen. Nee. Glücksschrein, ja. So, nein, der andere, danke. So, was brauchen wir denn noch? Brauchen wir noch irgendwelche Produktionsgebäude oder sowas? Mine, Eisen, achso, Eisen. Ups. Ja, so. Ne, nicht die Schmiede, die Mine. Verstanden, Meister! Eine Mine, so. Das ist ein Hinterhalt! Ist der hinter euch gekommen, ohne dass ihn irgendjemand versucht hat anzugreifen? Leute?
geht's ja los. Müssen wir ein paar erste Wörtchen haben? Miteinander haben? Ich hoffe doch nicht. Da kamen wir gut miteinander aus. So, dann haben wir Züchter, die dann Nahrungsmittel produzieren. Ich bin mal gespannt. Wo irgendein Nahrungsmittellager oder wird das dann einfach nur so produziert? Doch, wir haben ein Nahrungslager. Na gut, dann machen wir. Züchter. Dann nehmen wir das Nahrungslager. Ja, Meister. Ich gehorche, Meister. Nicht dienen. Habt Geduld, Meister. Wir müssen nur langsam mal mit der Aria-Produktion beginnen, sonst wird das unser Flaschenhals. Naja, sobald ihr hier. Wie kann ich dienen? Hier alles, schon Leute ab. Da kenne ich nichts. Ich gehoffe. Ach, ich bin auch total daneben heute anscheinend. Ja, Meister. Man baut hier einfach jetzt noch einen Züchter. Danke. Meister, das Gebäude ist fertig. Hier bin ich, Meister. Ich gehorche, Meister. So, wir züchten anscheinend Rinder. Na gut. So, was haben wir denn alles für hübsche Einheiten? Hexer, Robe und Zweihandstab, Schmerz, Schädig, Zauber. Wir müssen wahrscheinlich noch ein paar Produktionsgebäude bauen, bevor wir irgendjemanden da ausbilden können. Und daher lasst uns mal eben schnell hier eine Schmiede hinknallen. Das Gebäude ist fertig. Außerdem ein Onyx-Turm. Danke. Mythos-Bonus haben wir leider nicht. Das wäre so ein bisschen der Vorteil von den Trollen ist. Wir haben halt noch mehr Einheitentypen und halt nicht nur kleines, sondern auch mittleres und großes Bonus mittlerweile. Aber ich dachte, Dunkelelfen, wir brauchen nur so ein paar Einheiten, um das Lager da anzugreifen, habe ich das Gefühl. Von daher kommen wir mit den Dunkelelfen, glaube ich, ganz gut aus. Das geht jetzt schneller, als wenn wir jetzt mit Trollen irgendwie eine riesen Mega-Basis hochziehen. Plus Armee dazu. So, Todeswirbel. Dann ableben meist alle stark geschädigten Feinde derselben niedrigen Stufe und umkreisen in den Tod. Okay. Nett. So. Noch irgendwelche Produktionsgebäude? Meist, das Gebäude ist fertig. Ja, gut. Das ist leicht. Danke. So, hier gibt es keine Verbesserungen. So, Schädigtfeinde, Schattenfänge, Lebensraub. Da können wir die sich heilen können. Das ist auch leicht nützlich. Nekromant kann untote Diener beschwören. Ne? Ich finde eigentlich die Schattenklinge finde ich ganz lustig. Assassinen. Na, machen wir mal ein bisschen was von beiden. Ob irgendwie bei der schwarzen Schule irgendeine Verbesserung kommt. Und hier können wir Todeswirbel erforschen. Weiß nicht, ob wir das brauchen, aber. Ja, warum nicht? Das ist nur eine Frage von Zeit, bis wir das Eisen wieder haben, ne? Boah. Ach, was soll der Geiz? Noah macht uns stärker, Meister. Ja, ja. So. Ja, noch irgendwelche Upgrades an der schwarzen Schule. Zu eurem Dienst. Alles klar.
So, Schule steht. Das Gebäude ist fertig. Hexenmeister wandelt sich nach seinem Tod in eine Giftspinne. Hexenmeister? Haben wir Hexenmeister? Ist das gleich wie Hexer? Nekromant? Irgendwie scheint das irgendwie für der andere einer zu sein. Ein Hexenmeister und nicht für einen Hexer. Scheint mir irgendwie eine ganz andere Einheit zu sein. Von daher lassen wir das mal. Sollen wir noch irgendwas zu bauen? Sieht mir nicht so aus. Können wir ein bisschen Hexerturm und lalala hier am Eingang noch hinsetzen? Ein paar Einheiten ausbilden. Habe ich noch das Bevölkerungslimit auf 20 erhöhen oder sowas? So, gut, dafür gibt's nix. Haben wir trotzdem mal noch 5 Nekromanten oder sowas. Ich glaube, ich werde die Leute, die mir von meinem Verbündeten gegeben wurden, werde ich hier halt zur Basisverteidigung belassen. Dann halt nur mit meinen Rundkehrern kämpfen. Wenn da jemand von stirbt, muss ich kein schlechtes Gewissen haben, dass irgendwie jemand unnötig gestorben ist. Weil es sind nur Rundkehrer, die verschwinden sowieso, sobald ich gehe. Das Gebäude ist fertig. Meister? Gebäude war aus. Ja, Meister. Schlag sie zurück! So, dann hätte ich noch ein paar Schattenlängen. Dann machen wir den Rest mit Assassinen voll. Muss wohl reichen. So. Gut, jetzt der schwierige Teil. Schlag sie zurück! Gut, wir gehen jetzt hier alle hier hin. Vorwärts! Aber dann geht ihr, geht wieder zurück. Vorwärts! Auf mein Kommando! So. Folgt mir! Wohl du nicht? Die Rune ruft. Auf dem Weg. Ja, nicht. Zu euren Diensten. Wieder raus. Stehe bereit. Habe ich nicht wieder seine Zauberdeck verfügbar, weil ich ihn auswähle? Bereit. Gruppe 2 dazu. Auf meinen Befehl. Ansonsten. So, die werden gerade ausgebildet. Okay. Ja, dann den Rest Assassinen. Und ein paar Gebäude hochziehen. Schon. Und nicht genug Eisen. Einheiten sind zwar relativ mächtig, aber ich glaube, die haben keine Möglichkeit, um besser an Ressourcen zu kommen. Ja, bei den meisten Rassen gibt es halt irgendwie so ein Gebäude, was man noch neben die Ressourcen stellen kann, sodass man dann halt pro abgegebene Ressource noch das Doppelte kommt. Zum Beispiel, ich glaube, das halt bei den Orks zum Beispiel gibt es zum Beispiel die Schmelze, womit man halt noch so ein bisschen mehr Ressourcen produzieren kann. Ich glaube, die Dunkelelfen haben zwar übertrieben starke Einheiten, aber die haben gar nichts von diesen Gebäuden. So. Einen davon.
So, ihr könnt dann hier bleiben, die Basis bewachen. Zusammen mit Verteidigung, gegebenenfalls Meister? Türmen. Meister? Verstanden, Meister. Gebt euren Befehl. Für die Ehre. Für die Macht Nors. So. Hat jetzt neue Lassen Eins. Wir sie nicht warten. Die Schlacht ist nahe. Oh, da kommen noch ein paar Kitarren. Fernkämpfer. Wir umzingeln gerne mal die Nahkämpfer und dann ist niemand mehr da. Noch angreifen darf. Dann machen wir noch einen Assassinen. Dann machen wir noch ein paar Hexer, mein Gott. Verstärkt die Deckung! Zum Angriff! Die geht überall! Das Gebäude ist fertig. Was sind noch ein paar Einheiten zu haben? Lasst uns kämpfen. Die Schlacht ist nahe. Folgt mir. Machen wir sofort. Auf dem Weg. Auf jeden Fall jede Menge untote Goblins, die uns folgen, neben unseren Elementaren, die uns folgen. Nor ist mit uns. Oh. Ja, noch einen Hexer, und den Rest können wir dann auch mit Schattenklingen machen. Von aus. Zwischen zwei Plätze. Aber dann ziehen wir los. Mit 20 Leuten sollten wir das eigentlich ohne Probleme ausheben können. Dass sich wieder zu einem Kindergarten ausufert. Aber das sehen wir dann ja, bald der Angriff startet. Auf meinen Befehl. Vorwärts! Ich glaube, wir können unsere Steinausbeute ein bisschen reduzieren. Ja! Hier bin ich, Meister. Ein Monument wird angegriffen. Sofort, sofort! Was? Wo kommt ihr denn her? Jetzt hat er den weiten Weg da rumgelaufen. Sie besetzen ein Monument. Das hat er ganz gewieft. Ah. Den weiten Weg jetzt um alles herumgelaufen, um zu diesem Monument zu kommen. So, sie besetzen ja. Ein Monument. Ist halt blöd, das Monument zu verlieren, weil dann verliere ich meine ganze Crew. Ja, also, ne? Für die Ehre. Komplett zu ignorieren den Angriff kann die ich halt nicht. Die Schlacht ist nahe. Auf mein Kommando. Nor, lassen wir sie nicht warten. Ein Monument verliert seine Kraft. Hier habe ich mich vor solch wahnwitzigen, unnötigen Angriffen schützen sollen. Vielleicht könnte ein paar Türme hier aufstellen, aber. Ein Monument verliert seine Kraft. So.
glaube, wir greifen jetzt einfach gleich an und dann hat sich das auch mit dem, dass hier Leute herkommen, noch einen Moment so zu stören. Das ist ein Hinterhalt. Ich bin der Weg jetzt kurz, aber da nicht Stadt, sondern in der Stadt hierher laufen.